So, hallo und herzlich willkommen aus meinem Kanal. Dieses Mal geht es um die ÖBB 1043 in der Valusec-Lackierung in, ich glaube, blutorangend Hellelfenbein ist das. Ich habe es jetzt endlich bekommen. Da habe ich mich jetzt schon sehr lange drauf gefreut. Ich habe euch ja eh schon mal erzählt, ich habe mir mal eine bestellt, ob er will haben. Die habe ich aber nie bekommen, weil der Lieferant das halt anscheinend verschusselt hat. Und ich habe jetzt die Ersatzzahlung endlich zurückbekommen von dem Lieferanten. Und dachte mir, okay, ich schaue jetzt nochmal, ob ich eine finde, denn ich möchte die Lok schon haben. Und habe jetzt diese hier gefunden. Die hat dieselbe Lackierung wie die, die ich ursprünglich wollte, nur die Nummer ist hier eine andere, also die Betriebsnummer. Ich glaube, die ich bestellt habe, vorher war die 010. Und das ist halt die 003, die man jetzt hier sieht. Wie man auch an der Betriebsnummer sehen kann. Die ist ja schon fertig, also voll ausgestattet mit Sound. Ist natürlich von Rocco ein H0 Modell in Gleichstrom. Ich glaube, LEDs und Plugs 22 hat die Lok bereits ausgestattet. Also recht modern. Hat auch eine, ich glaube, 73er Artikelnummer. Ja, also das Modell mit Sound. Der Sound von dieser Maschine ist halt nicht so aufregend, aber zumindest habe ich die endlich mal so, wie ich sie wollte, eben mit fertigem Sound. Mir war es nicht möglich, den selbst zu machen, derweil ich finde einfach keine Videos, wo man was machen kann. Und die Lok fährt ja schon, glaube ich, seit 2001 nicht mehr oder so. Denn diese Maschine wurde, glaube ich, seit 2001 oder ab 2001 ausgemustert und die ÖBB hatten, glaube ich, nur so 10 Stück oder so von dieser Maschine. Eigentlich ist das, glaube ich, die schwedische RC2 oder RC4, was ich so weiß. Wurde auch von den Schweden gebaut, von ASEA. Da ist auch das Schild hier in der Mitte vom Lokkasten, ASEA. Und im Prinzip ist das, glaube ich, sogar die Lok, der Vorgänger von der 1044, was ich so weiß. Denn diese Lok hier, die ihr seht, die 1043er, die war bereits thyristorgesteuert gesteuert. Die Bullaugen sind, glaube ich, auch von der 1043er weiter übernommen worden für die 1044er, was ich so weiß, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, die Höchstgeschwindigkeit von der echten Lok war so um die 135 km/h. Also nicht sonderlich schnell, das Modell ist sehr knapp dabei angesiedelt. Also von der Modellgeschwindigkeit würde ich mal sagen, ich kann es aber nicht messen, ich habe nämlich keinen Messwagen, aber das ist eh eher nebensächlich, finde ich. Ja, wir werden das Maschinchen jetzt mal aufrüsten. Ja? Als erst werde ich mal das Licht aufdrehen. So. Wenn wir hier mal wechseln, man kann hier schon sehen, dass das Schlusslicht nur oben unter dem Spitzensignal direkt ist. Also es ist einfach ziemlich schlicht gehalten. Natürlich ist es okay, es funktioniert, ist kein Problem soweit. Ne? Kann man sich nicht beschweren, finde ich. War einfach so bei der Lok. Wechseln wir wieder. Die Lok verfügt natürlich auch über Fernlicht. Die hat ja LEDs drin. Das ist sehr, sehr hell. Man sieht es beim Wechseln. Also beim Einschalten des Fernlichts. Sieht verdammt geil aus, finde ich. Mit den Tasten 8 und 9 kann man Timo-typisch jeweils die Seiten 1 und 2 getrennt wegschalten. Also mit der Taste 8 schalte ich die Seite 2 weg, lichttechnisch. Und was habe ich jetzt gesagt? Mit der Taste 8 schalte ich die Seite 2 weg, lichttechnisch. Und mit der Taste 9 schalte ich die Seite 1 weg, lichttechnisch. So, jetzt haben wir es. Ja. Wir werden jetzt mal aufrüsten, die Maschine. So, wird die Lok schon aufgerüstet. Das ist eher schlicht gehalten. Ja, Schnauf, Schnauf. Der ist mit von der Partie. Der Wutz. Jawohl. So. Ja, die Maschine ist bereits aufgerüstet. Das ist halt hier nicht so aufwendig gemacht. Ist aber okay, ist auch eine alte Lok. Ich bin damit zufrieden, so wie sie ist. Hauptsache, ich habe das Modell mit Sound, denn die hat es so nicht mehr gegeben. Zumindest habe ich nicht früh genug erfahren, dass die Lok überhaupt noch gibt. Ja, der Zufallskompressor schaltet sich ein. Das ist der gleiche Kompressor wie von der 1044 oder auch von der 1142 im Prinzip. Also da hat sich nichts geändert. Wir kommen jetzt mal zu den Lokomotivhörnern. Das sind einfach
fixe Dateien, also ohne Loop, die einfach einmal durchgehend abspielen. Und zwar ist das hohe und das tiefe Horn, das ist das gleiche wie von der 1142 oder 1042. Das war jetzt die Tasten 2 und 3. Die Taste 4 ist der Kompressor. Den habt ihr gerade gehört, ich weiß. Die Taste 5 ist bei mir für Fernlicht. Das ist eben das Timo-typische, die Einstellung, ist aber okay. Die Taste 6 ist natürlich wieder einmal der Rangiergang, also die Verschubfunktion. Die Taste 7 ist der Lüfter, der kommt automatisch beim Fahren dazu, der klingt so. Klingt, als wäre der Lüfter, so wie ich es gemacht habe, auch in einen Soundslot integriert, mit dem Standgeräusch, denn dieses Summen im Hintergrund hört man gar nicht mehr. Also es ist nur eine Vermutung, es klingt halt einfach nur so, ich weiß nicht, ob es Timo so gemacht hat, aber vielleicht ist auch der Lüfter einfach so laut, dass er das Standgeräusch mit Trafo übertönt, kann natürlich auch sein. Aber es klingt für mich beim ersten Mal so, als hätten sie es so wie ähnlich wie ich gemacht. Ja? Also ist jetzt nicht keine Anmaßung oder sowas, es ist natürlich vollkommen egal, wie sie es gemacht haben, es ist nur, es hört sich für mich nur so an. So, was haben wir noch? 10. Der Schaffnerpfiff. Finde ich ein schöner Schaffnerpfiff. 11. Alles einsteigen und die Türen schließen. Zug fährt ab. Ab. Im Prinzip auch nicht viel anders als die Ansage von der 1042 von Timo. 12. Kuppeln. 13. Sanden ist das. Könnte ein bisschen lauter sein für meinen Geschmack, denn es ist sehr leise. 14 ist Mute. Ist auch Timo typisch. 15 ist das Kurvengeräusch. Und 16. Genau. Ja, das war es im Prinzip schon. Das war die zweite Ansage. Das ist eben eigentlich eh gleich so wie bei der 1142, also 1042 von Timo auch. Also bei der, die ich früher hatte zumindest. Ist jetzt aber nicht schlecht. Mir gefällt der Sound so recht gut. Ist halt eine eher einfache Thyristorlok. Schon eine ältere, die ist, glaube ich, in den 70er Jahren gebaut worden. 71 bis 74 oder so, beziehungsweise gebaut. Die UB haben da einfach welche bekommen. Ist ja eigentlich ein schwedisches Modell. Aber naja, heißt nicht, dass es schlecht ist. So, ich würde sagen, wir werden jetzt mal, dass mir das einfällt. Gucken. Nochmal. Und werden mal die Waggons da hinten einschalten, denn die Lok passt nämlich ziemlich gut zu den Schlierenwagen lackierten Waggons hier. So, die Waggons sind eingeschaltet. Ich habe noch keine Figuren drinnen. Ich habe diese Waggons hier, die habe ich auch aus Willhaben gekauft, inklusive Versand. Dann waren sie fast wie neu. Es haben, also fast wie neu kann man nicht sagen. Sie waren schon gebraucht, sie waren aber in einem recht guten Zustand. Ein paar Trittbretter haben gefehlt, die sind aber nur lose in der Schachtel gelegen. Und ja, das passiert. Wenn die nicht angeklebt werden, dann liegen die lose herum. Das ist halt so. Ich habe die Beleuchtungssätze, die sind ja eigentlich schon fertig gewesen mit Beleuchtung. Ich habe die Beleuchtungssätze nur ausgebaut und getauscht gegen die E-Modell, die ich noch übrig hatte in anderen Wagen. Denn die gefallen mir einfach besser als wie die vorher drinnen waren. Aber die sind jetzt deswegen nicht schlecht. Ja. Also mir gefällt einfach dieser Neon-Effekt sehr gut. Deswegen dachte ich mir, hey, ich tausche die einfach aus. Habe heute noch einen Stützkondensator in jeden Wagen eingebaut für die Innenbeleuchtung. Bin damit erst vor einer Stunde oder so fertig geworden oder vor eineinhalb. Und bin dann sehr viele Probe gefahren damit und habe es einfach getestet. So, ich würde sagen, dass wir jetzt dann schon langsam mal zu einer Fahrt kommen. Ich weiß, ich rede schon wieder zu lange und zu viel. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal losfahren.
Man darf sich nur nicht wundern, dass die Lok etwas langsamer ist, denn wie gesagt, das Modell, also diese Maschine hier, ist halt schon älter und das hat man einfach nachempfunden über die Einstellungen. Die Lok selbst hier, das Modell kann schneller fahren, aber das wäre halt nicht realistisch. Die ist natürlich elektronisch über den Decoder gedrosselt über die maximale Geschwindigkeit. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal losfahren und wir lauschen einfach mal dem Fahrgeräusch. Los geht's. Das ist jetzt mal halbe Kraft. Die Hörner sind ziemlich laut. So, wir bleiben stehen. So, ich finde, das ist natürlich eine sehr einfache Lok, aber trotzdem gefällt sie mir vom Ton sehr gut. Ich meine, Timo macht ja auch sehr gute Sounds, da kann man sich ja nicht beschweren, so ist es nicht. Auch wenn ich ESO momentan noch immer favorisiere, weil ich einfach da selbst was machen kann, heißt das nicht, dass Timo schlechte Sounds macht, ganz im Gegenteil. Ja, die machen sehr gute Sounds und für, also von fertigen Soundprojekten, finde ich, ist es nicht schlecht. Das Einzige, was mich eben ein bisschen daran stört, ist, dass man halt nicht so variieren kann, beziehungsweise, dass man halt einfach gebunden ist, wenn man den an das, was halt Timo vorher einstellt. Im Prinzip nicht schlecht. Die machen auf jeden Fall das auch so, dass es dem Original möglichst nahe kommt. Da kann man sich eigentlich nie beschweren. Aber die einfache, also diese einfachere Programmierung von ESO ist mir halt lieber. Es gibt, glaube ich, auch schon andere Sachen, das hat mir mal jemand im Kommentar geschrieben, dass man das bei den Decodern auch so ähnlich wie bei ESO programmieren kann. Ich habe aber vergessen, wie das heißt. Aber ja, mir ist halt ESO trotzdem vom Programmieren her lieber. Aber Zimo macht trotzdem gute Decoder und gute Sounds, da kann man sich nicht beschweren. So, wir werden einfach jetzt nochmal auf, ja, sagen wir mal, halbe Kraft aus dem Stand beschleunigen. Das, was ihr am Anfang hört, bevor die Lok abfährt, das mit der Luft, ist übrigens das gleiche wie von der 1044. Los geht's. So, wir werden jetzt beschleunigen auf maximale Geschwindigkeit und zwar jetzt. So. Und wieder auf halbe Kraft zurück. Mein Hund brummt vor sich hin. Und
und wir werden schauen, dass wir im Bahnhof stehen bleiben. Sehr gut. So, jetzt werden wir mal kurz verdunkeln das Zimmer. So, und da sind wir wieder. Ja, also im Dunkeln sieht dieser Zug, finde ich, fantastisch aus. Also die Lok mit der, in der Lackierung mit diesem Wagen, die sieht echt verdammt geil aus. Und hier sieht man auch, wie hell diese Beleuchtungen im Allgemeinen sind. Also die Wagen sind sehr hell, das ist warmweiß, die LEDs von E-Modell. Gibt es natürlich, glaube ich, auch in kaltweiß oder in gelb, was ich so weiß. Wahrscheinlich wirken sie hier am Video eh gelblich. Das liegt an dieser beigen Innenausstattung. Man sieht die roten Sitze drinnen, aber der Rest von dem Innenraum, der ist so beige gehalten. Also so beige Elfenbein in die Richtung. Das wird wahrscheinlich deswegen auf der Kamera ein bisschen gelblich wirken. Das Licht an den Fenstern, das ist aber nicht gelb, ja. Ja, jetzt zeige ich euch mal hier das Fernlicht von der Maschine. Jetzt ist das normale Licht und das Fernlicht. Normal, fern. Ganz schön hell, oder? Da ist mal wieder eine geile, geile Beleuchtung gelungen. Ob es das Original auch so hat, kann ich mir nicht ganz vorstellen, denn diese Lok ist ja schon älter, die ist sicher mit Glühbirnchen, also mit Glühbirnen gefahren, beziehungsweise mit Glühfäden als Scheinwerfer, und die waren halt nicht so hell wie LEDs, das ist ganz klar. Aber als Modell finde ich es saugeil, wenn ich ein bisschen die Anlage einfach ausleuchten kann, so eine Lok. Und das kann sie. So wie die 1044 übrigens auch. Wenn man hier ins Fenster von Führerstand hineinsieht, sieht man es ein bisschen so grün schimmern. Das sind die LEDs, die man leuchten sieht. Und von der Platine sieht man das auch ein bisschen, das ist reflektiertes Licht. Das ist normal. So, machen wir mal eine kleine Nachtfahrt. Natürlich mit Kompressor, der muss unbedingt dabei sein. Ich finde, man hätte hier noch als kleinen Zusatz einfache Passagiertürengeräusche dazugeben können, eben von solchen Wagen zum Beispiel. Das hätte das alles noch abgerundet, denn ich möchte mit der Lok natürlich nicht nur Güterverkehr, also nicht nur Güterzüge ziehen, sondern eben auch wie jetzt Passagierzüge. So, ich würde sagen, es geht los, wir fahren. Thank you.
Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video hier. Man kann hier eigentlich nicht so viel sagen. Wie gesagt, ist eine einfachere Lok, aber ich finde eine sehr, sehr schöne Lok. Gefällt mir sehr gut. Ich werde das Licht mal wieder einschalten. So. Macht Geräusche, oder? Der macht Geräusche, der brummt vor sich hin. So, ja, wir werden das Maschinchen jetzt mal abschalten. So. Und abrüsten. So, das war's. Ja, ich werde noch ein bisschen näher zum Modell hingehen, dass man das vielleicht sieht. So, kommen wir näher. So, nur damit man sieht, wie es zugerüstet ist. Es ist nämlich vorne wieder voll zugerüstet. Also man sieht die Kupplungsschläuche, den Kuppelhaken, die ganzen Griffstangen eben. Und die Schaufel ist natürlich im vollen. Denn immerhin, Moment, fahren wir ein bisschen woanders hin. So, genau, das ist besser. So, jetzt sieht man das besser, die Kupplungsschläuche, weil das Licht vom Bahnhof dort nämlich drauf scheint. Ich finde, das ist eine sehr schöne Lok. Nicht die modernste, schon eine ältere Lok, aber eine sehr schöne Lok. Gefällt mir wirklich gut. Die 1043er hat mir jetzt echt auch noch gefehlt hier in meiner Sammlung. Ich mag einfach ÖBB-Lok sehr gerne. Sind meine Lieblingslokomotiven. Sind ja auch schön, finde ich. Allein auch von den Lackierungen finde ich sie sehr, sehr schön gehalten, auch wenn sie nur eher rot oder blutorange oder so sind. Aber ich finde, dass die ÖBB immer sehr schöne Lackierungen haben. Also meiner Meinung nach. Selbst die eher einfachere rote Lackierung vom Vectron da hinten mit diesem großen ÖBB-Schriftzug, mit der Wortmarke. Allein das finde ich schon sehr gut gelungen. Ich glaube, dass die ÖBB auch schon öfter ausgezeichnet worden sind wegen ihren guten und qualitativ hochwertigen Lackierungen, was ich so gehört habe. Und ich finde, die haben es auch verdient, ganz ehrlich. So, wir nehmen dich mal wieder ein bisschen näher hier. So. Ja, also mein Fazit über diese Lok ist, ich finde, der Kauf hat sich ausgezahlt. Mir gefällt es sehr gut. Jetzt habe ich endlich auch eine 1043, die hat mir eben, wie gesagt, schon noch gefehlt. Eine sehr schöne Lok hat Rocco, finde ich, nicht schlecht gemacht. Auch gut gelöst in der Umsetzung, vor allem mit dem Plugs 22 Modell hier mit Sound und LEDs. Und das Geräusch von Timo, finde ich, ist gut, gefällt mir. Ich habe natürlich nicht wirklich viel, ja, ich habe nicht viele Vergleiche, weil ich das Original noch nie gehört habe, zumindest nicht so viel, dass ich sagen kann, das ist 100% korrekt. Aber ich glaube Timo sehr wohl, dass das hier stimmt, denn warum sollten sie einen falschen Sound machen? Das so rechne ich das. Im Großen und Ganzen wirklich eine sehr schöne Lok. Also wer so ältere ÖBB-Lokomotiven mag, so 70er, 80er, 90er, auf jeden Fall ein Kauf wert, wenn man die noch bekommt. Wie gesagt, ich habe dieses Modell über Willhaben bekommen von einem sehr netten Verkäufer. Da danke ich dir auch nochmal herzlich, dass du mir die 2 Wochen lang reserviert hast. Denn ohne diese Mithilfe hätte ich dieses Modell noch immer nicht. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass euch der Sound gefallen hat und auch die Wagen in dem Fall, denn die sind ja eigentlich fast schon für dieses Modell gekauft bzw. geplant gewesen. Und nachdem ich in Aussicht hatte, dass ich mir die Lok eben doch kaufen kann, halt von einem anderen Verkäufer, nachdem ja meine erste verschwunden ist, irgendwo im Nirvana, dachte ich mir, okay, die Wagen, die werde ich mir trotzdem zulegen in der Lackierung, die halt einigermaßen passen. Denn die haben mir einfach so gut gefallen. Ich dachte mir, nein, die möchte ich haben. Da habe ich mir hingespart auf die möchte ich mir kaufen. Gut. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass euch diese Zugzusammenstellung hier auch gefällt. Die 1043 003-1 Valusec in Blutorange und Elfenbein bzw. Beige. Und dazu die Schlierenwagen, die aber eigentlich die City Shuttle Waggons sind, nur in der Schlierenwagen-Sparlack-Lackierung. Ja, ein sehr schöner Zug.
Aber man kann die Wagen, finde ich, trotzdem mit allen Loks ziehen. Egal welche Lackierung. Passt einfach alles dazu, finde ich. Gut, ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich dachte mir, ich mache es diesmal einfach, wenn ich es schon spät mache, in der Nacht am Samstag. Dann könnt ihr zumindest am Sonntag in Ruhe dieses Video euch ansehen und dann mal hier alles hören. Und könnt natürlich alles in die Kommentare schreiben, so wie immer. Danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schönes restliches Wochenende, schöne Arbeitswoche und bis zum nächsten Mal, hoffentlich wieder. Ciao.